herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Philipper Kapitel 3, Vers 1 steht: Was auch immer geschehen mag, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Wir können uns freuen, dass wir zum Herrn gehören, weil Gott uns nicht im Stich lässt. Und wir können uns immer an ihn wenden. Und das ist so wunderbar. Und das macht Freude, dass wir jemand haben, an den wir uns wenden können. Ja, das ist wirklich wahr. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Zum Thema: Kennst du den Weg zum Leben? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Hilfe brauchst. Auf gebet@missionswert.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Kennst du den Weg zum Leben? Ich möchte auch heute mit einem Bibelvers beginnen, Psalm 16, 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendlich Glück. Das ist für manche bestimmt fast unreal. Sag Gott, wo bist du? Warum so ein Wort? Das fühle ich in dieser Zeit nicht. Ja, du zeigst mir den Weg. Und wenn wir einen Weg wissen wollen, dann müssen wir wohin gehen oder jemanden fragen. Und das rate ich dir, frage bei Gott nach. Dann kommt bestimmt eine Stimme in dich hinein: Ich bin kein guter Mensch, ich habe so viele Fehler gemacht, ich bin mit einem anderen Glauben unterwegs. Mach nichts, du darfst zu Gott kommen. Du zeigst mir den Weg, er zeigt dir den Weg zum Leben. Wir bekommen so viele Wege derzeit gezeigt in dieser Welt, die zum Verderben führen und schon geführt haben. Der Weg, den Gott dir zeigt, der führt zum Leben. Und er beschenkt dich mit Freude. In dieser Zeit, wo Freude sehr schwierig ist, er beschenkt dich mit Freude. Und dann heißt es auch hier: Aus deiner Hand empfange ich unendlich Glück. Und ich sage dir, auch wenn du jetzt denkst, das kann für mich nicht sein, das war für mich nicht geschrieben, das sind schon viele tausend Jahre her, wo das mal geschrieben wurde und gesagt wurde. Nein, es gilt für dich. Und ich sage dir, wende dich zu Gott, er zeigt dir den Weg zum Leben. Und ich danke dir, Herr, schenke jedem den Mut, bei dir anzuklopfen und zu fragen: Zeige mir den Weg zum Leben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir einfach und auch ohne Kirche zu dir Ja sagen dürfen. Herr, ich danke dir, Herr, dass es eine ganz persönliche Beziehung wird mit dir. Ich danke dir für jeden, der jetzt zuschaut und den Mut hat, wirklich zu sagen: Gott, wenn es dich gibt, dann zeige mir den Weg zum Leben. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Liebe Peter, ich habe ein Anliegen. Unser Sohn hat eine Herzbeutelentzündung und soll sich schonen. Sie haben 3 kleine Kinder und drum ist das sehr schwierig. Ich kann sie leider nicht unterstützen, da mein Mann einen schweren Unfall hatte und Hilfe benötigt. Möge unser treuer Herr eingreifen und Heilung schenken. Danke herzlich für euer Gebet. Und das wollen wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Sohn kennst und dass du ihn anrührst mit deiner Heilungskraft. Danke, dass dieser Herzbeutel wieder normal funktioniert und dass diese Entzündung entmachtet ist und ein Ende hat. Danke, Jesus, dass dieses Herz wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückgeht, so wie du es geschaffen hast, ohne irgendwelche Komplikationen. Und ich danke dir aber auch für den Mann, der diesen schweren Unfall hatte. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst. Danke, dass du auch da der Herr bist. Ich weiß nicht, was ihm fehlt, aber du weißt es. Und ich danke dir, dass du an seiner Seite bist und dass sein Körper wiederhergestellt wird, auch in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du ihn geschaffen hast, und dass alles verschwinden muss, was nicht von dir ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Ehepaar bittet um Gebet. Wir bitten euch um Gebet wegen meiner zahlreichen gesundheitlichen Probleme. Epilepsie,
hohe Leberwerte, hoher Blutdruck und Fersensporn. Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe und Gebete im Gottesdienst. Liebe Grüße. Und auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du auch dieses Ehepaar kennst und auch diese ganze Aufzählung an Dingen, wo sie leiden. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du eine rundum Erneuerung schenkst und dass diese Dinge alle entmachtet sind durch dein Blut, was du am Kreuz vollbracht hast, dass dein Sieg offenbar wird an diesem Ehepaar und dass sie gesund sein dürfen und dass das alles verschwindet, die ganze Aufzählung hier entmachtet ist und dass wirklich nichts mehr übrig bleibt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns gerne dein Anliegen. Wir beten für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Bei der Schwägerin meiner Schwester, sie ist 40 Jahre alt, wurde vor kurzem eine aggressive Krebsart diagnostiziert. Der Krebs befindet sich schon an mehreren Stellen im Körper. Die Therapie ist momentan noch unklar. Wir möchten dieses große Problem in die Hände unseres allmächtigen Gottes legen und bitten um ihre Gebetsunterstützung. Vielen lieben Dank für diese Möglichkeit. Und Daniel betet dafür. Ja, gerne. Und du sagst vielleicht, das sind so viele Leute, die fragen und bitten Gebet für Krebs. Und Krebs ist so eine Krankheit, die so verbreitet ist. Es gibt ja so viele Formen davon. Und es könnte uns auch entmutigen, wo wir sagen, ja, da kommen wir nicht dagegen an. Aber was uns wieder freut ist, wir bekommen immer wieder Nachricht, dass der Krebs besiegt ist. Manchmal durch eine Operation, manchmal nur durch Gottes Hilfe, wo es alleine weggeht. Ich sag dir, fast glauben. Wir können es nicht tun. Wir sagen Gott es weiter. Und es ist wirklich auch eine Hilfe, wenn du dafür glaubst, dass es wirklich geschieht. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir auch in dieser Sache, Herr, beten dürfen, dass dieser Krebs verschwindet, Herr, in deinem Namen, Jesu. Du hast in deinem Wort geschrieben, dass wir wirklich, Herr, gebieten in deinem Namen, Jesu. Und ich danke dir, dass dieser Krebs weichen muss. Danke, Herr, dass er vertrocknet und verschwindet in Jesu Namen. Ich danke dir dafür. In dem Namen Jesu ist die Kraft für jegliche Heilung. Danke. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Ich bitte um die Auflösung des konfliktreichen Verhältnisses zu meiner Schwester, dass wir uns ganz einfach in geschwisterlicher Liebe und Frieden begegnen können. Gib du deinen Segen und löse den Konflikt, da ich die Gründe nicht erkenne und selber machtlos bin. Ja, Familienangelegenheiten, das nächste große Thema. Danke, Herr, dass du jetzt auch jeden kennst und ganz besonders diese Person, die wirklich den Frieden sucht und eine Familie, die miteinander auskommt. Ich danke dir dafür, dass wir deinen Frieden hineinrufen in diese Familie und auch all die Hirngespinste von was alles falsch ist und Neid und Eifersucht und was da alles vielleicht eine Rolle spielt, Herr. Danke, Herr, dass Friede hineinkommt. Herr, du möchtest, dass wir auch uns gegenseitig schätzen und wertachten. Und ich danke dir dafür, dass du wunderbar in diese Familie hineinkommst. Herr, dass Frieden herrscht, ein schönes Miteinander ist. Und auch alle, die sagen, ja, bei mir auch. Danke, Herr. Du hast jeden gehört, der jetzt das Sehnen in sich trägt. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott tut so viel Gutes. Und ein Mann schreibt uns folgende Gebetserhörung. Ich hatte meine Arbeitsstelle verloren. Jetzt habe ich einen neuen Arbeitsplatz als Manager angeboten bekommen. Meine Schwägerin wurde wieder gesund. Sie hatte eine Erkrankung im Kopf. Nun kann sie wieder gut laufen. Auch die Knie-OP meines Bruders ist gelungen. Gott hat Gebet erhört. Das ist doch wunderbar. Die ganze Familie ist davon betroffen. Und eine Frau aus Norddeutschland schreibt uns, ich bat per WhatsApp zur Gebetsnacht um Gebetsunterstützung.
Sohn und Tochter brauchten neue und vor allem gute Arbeitsstellen und auch ich hatte große Angst vor einer bösen Krankheit. Wie dankbar sind wir, dass alles gut ausgegangen ist. Unsere Tochter hat eine gute und gut dotierte Arbeitsstelle bekommen, die sie wollte, und unser Sohn fängt im Januar neu an. Auch bei mir ist keine Krankheit. Ich bin so dankbar. Wie wunderbar. Und aus der Schweiz kommt diese Gebetserhörung. Eure Gebete haben in meinem Leben Wunderbares getan. In meiner Familie war Streit, aber Gott hat Heilung geschenkt. Er hat auch sehr viel Bewahrung bei meinen Kindern geschenkt. Ich bin glücklich in Jesus, dank euren Gebeten und eurer Liebe. Und noch ein letztes, eine Frau schreibt uns, dass ihre Leberflecken immer kleiner werden. Von Herzen Dank für die treue Gebetsunterstützung, schreibt sie. Ich fühle mich wesentlich ruhiger und zuversichtlicher, was meine Anliegen betreffen. Die dunklen Leberflecken auf meinem Körper werden immer kleiner. Ich kann sagen und jubeln, danke Jesus für die Erhörung. Und da darf man sich wirklich freuen, wenn man so etwas erlebt. War das nicht wieder ein richtig bunter Blumenstrauß von Berührungen, wo Gott etwas tut? Ich bin immer wieder begeistert, dass es nicht nur Heilung ist, sondern auch wirklich so optische Dinge wie diese Leberflecken und auch Beziehungssachen und Arbeit, Job und alles Mögliche. Wir haben wirklich einen Gott, der uns geschaffen hat, aber auch für uns sorgt, wenn wir es zulassen und wir zu ihm kommen. Wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Der Tipp des Tages heute, überleg mal, ob du wirklich auf dem Weg zum Leben bist. Oder auf einem Weg der Rechtfertigung, wo du sagst, man muss zeitgemäß sein, jetzt ist dieses Corona-Thema dran, da muss ich mich rein investieren und so weiter. Ja, wir sollen schon nicht irgendwo weltfremd sein, das meine ich gar nicht. Wir sollen wirklich wissen, was Sache ist. Aber du kannst dich so verrennen, dass du nicht mehr auf dem Weg des Lebens bist. Der Weg des Lebens hat ein Ziel. Das heißt Jesus. Und das tut dir gut. Wenn du Hilfe brauchst, schick uns dein Anliegen. Oder auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, heute nochmal die Ankündigung. Morgen am Samstag, 13 Uhr. Und Sonntag um 10 Uhr haben wir die Online-Konferenz, also Samstag ohne Menschen. Nur die Kameraleute natürlich, aber kein Publikum. Und mit Colin Urquhart. Und Colin Urquhart ist wirklich ein Segen uns gewesen. Wir sind viele, viele Jahre zusammen. Es wird auf Deutsch übersetzt, keine Sorge. Und lass dir das nicht entgehen. Es ist 13 bis 18 Uhr. Es sind 3 Sessions am Samstag und eine am Sonntag. Genieße es wirklich. Es wird dein Leben verändern. Und wenn du Samstag uns siehst, heute ist Freitag, du siehst uns Samstag, du siehst uns Sonntag. Wenn du Montag auch noch Sehnsucht hast nach uns, kannst du die Ermutigung der Woche ankreuzen auf der Webseite. Dann bekommst du eine E-Mail, die eine Ermutigung für dich bringt für die nächste Woche. Gottes Segen wünschen wir dir und wir freuen uns, wenn du am Wochenende dabei bist. Tschüss! Alles Gute und Gottes Segen! Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.